think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ja, zwei Motoren platt gemacht, direkt zum Anfang des Wochenendes. Wenig Tracktime dadurch. Wie habt ihr euch darauf eingestellt? Ja, also das Team hat richtig viel gute Arbeit geleistet. Die haben die ganze Nacht gearbeitet. Trotzdem ist der Motor dann nicht gelaufen im ersten Training. Aber für das zweite hat es dann ausgereicht, dass sie das fertig gemacht haben. Aber ja, trotzdem nur ein freies Training und trotzdem siebter Platz im Qualifying. Ich meine, das ist fantastisch, glaube ich. Und ich bin schon sehr gespannt auf das Rennen, wie es dort wird. Was sind dann jetzt von P7 aus die Ambitionen fürs Rennen? Also die Ambitionen sind, wenn dann den Platz behalten oder weiter nach vorrücken. Also ich wäre mit dem Podium sehr zufrieden. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad, after her there ain't no... Ja, also, Rennen ist vorbei, wie ist es gelaufen? Es war ein spannender Kampf zwischen mir und Martin Dubek in der Nummer 7. Mir hat es richtig gut gefallen, ich hoffe, wir können weiterhin so kämpfen, auch in den nächsten Rennen. Es war fair, es war ein bisschen Kontakt war drin, aber das musste sein. Ich meine, es ist ja Euronascar, das wollen die Fans sehen. So. Aber mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Du hast auch einen Schaden gehabt vorne an der Motorhaube, die war sehr wild. Flatternd, wie ist es dazu gekommen? Irgendwie ist das zwischen den Rennen passiert, dass es einfach hochgeklappt ist. Aber ja, das hat mich ein bisschen Zeit gekostet an der Geraden, aber sonst. Morgen ist wieder alles okay und bin wieder vorne mit dabei. Und wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Also P6 im ersten Rennen, ich glaube, ist ein sehr guter Start fürs erste Rennen. Und ich hoffe, in der Saison wird es weiterhin so Top 5 Plätze, Top 10 Plätze geben. Also mir hat es richtig gut gefallen, das Rennen, ja. Zweites Rennen, wieder sehr, sehr gut gelaufen. Erzähl uns mal, wie war das Rennen? Ja, also der Start, dort habe ich ein bisschen verloren, zwei Plätze, aber das macht nichts, weil ich habe sie wieder geschnappt. Ich hatte einen guten Kampf mit dem Claudio in der Nummer 18. Ich habe ihn rundenlang studiert, bis ich dort bis er einen Fehler gemacht hat und den habe ich sofort ausgenutzt. Aber bis dahin super Rennen und sehr anstrengend auch. Aber mir hat es richtig gut gefallen und ich habe einen guten Start in die Saison. Ja, ist ja besser, abgasbesser als gestern. Habt ihr noch irgendwas am Auto gemacht, noch irgendwo Pace gefunden oder was war der Unterschied zu gestern? Also zum gestern, die haben nichts gemacht, die Mechaniker haben einen super Job gemacht. Die haben echt das Auto so perfekt für mich eingestellt. Ich bin super froh, danke an allen, den ganzen Crew von WV Racing und Motorsport Aktiv, die mir dabei geholfen haben. Ja.